Ich habe ein bisschen in den Chat geschaut, da war auch die eine oder andere coole Anmerkung, die ich umgesetzt habe, zum Beispiel mir mein Essen unten in die Quick-Leiste zu legen. Ihr seht das da rechts unten, habe ich 18 Proviant-Dinger jetzt einstecken. Und wir sind immer noch in diesem Raum, in dem unser Ding nicht da reinpasst, wo es hingehört. Aber hier unten liegt eine Maske und ist euch das aufgefallen? Das ist mir auch gerade, wenn ihr da so läuft, guckt ihr nach vorne. Aber sobald oben unten was auf dem Boden erscheint, guckt er nach unten. Das gefällt mir, so eine Kleinigkeit. Seht ihr, whoop, schaut er zum Looten in die richtige Richtung oder zum interagierbaren Objekt. Nur eine Kleinigkeit, aber gefällt mir. Ja, das hat uns jetzt gar nichts gebraucht, außer dass die Tante auch am Start ist. Warum hat das so lange gedauert? Ja, weil du da standest und gewartet hast, anstelle mitzukommen. Ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Alter, und jetzt macht sie auch noch Stress? Erstmal duschen. Dann diesen Pilz looten. Den kurzen mit Silberbecher. Jawohl. Seht ihr, und das finde ich ist das Coole einfach an diesen Spielen. Einfach mal um die Ecke laufen, gucken, was da sein könnte. Und häufig sind da wirklich kleine Dinge versteckt. Für die es sich lohnt, einfach mal einen kleinen Abstecher hier hinzumachen. Wie zum Beispiel dieser rohe Fisch. Der anscheinend... Oh, armen Fische. Wisst ihr, vielleicht ist da oben einfach ein Aquarium, wo die durchgeflutscht sind. Und hier dann so hart aufschlagen. Bam. Glück, dass sie nicht... darunter gespült wurden und ich mir die einfach so mitnehmen kann. Gehen wir rein in diesen Tempel und mit Paddy weiter, denn anscheinend ist auch diese Tür hier aufgegangen, die vorher noch nicht offen war. Oh shit! Kampftime! Kampftime! Rolle! Töten! Rolle! Töten! Okay, wegstecken. Captain Degenkolb. Kapitän Degenkolb, ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Krabbenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Dieser Tempel macht mir Angst. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Okay, dann looten wir vorsichtig weiter. Diesen Krieger hier mit seinem alten Schwert... haben wir einfach mal einen Knochen irgendwo rausgerissen. Seht ihr das? Wir haben einen Knochen geludet von dem Typen. Nein, vielleicht hat er auch einen Knochen in der Tasche. Das ist ja auch möglich. Denn dieses Gold hier, das in der Lava liegt, oder was ist das? Was ist das? Ist das flüssiges Gold? Nee. So. Hier geht's weiter nach draußen. Wir wollen aber natürlich erstmal dieses Schafauge looten. Und wenn wir hier fertig sind, überall liegt Gold rum. Ganz schön reiche Insel, ne? Hier diesen Krug nehme ich auch mit. Dann nochmal diesen Pilz. Und hier kamen wir her. Noch ein Geisterpilz und noch eine Schatulle. Gehen aber, weil es da wieder rausgeht, erstmal hier diesen Abstecher nach links. Da gehst du alleine hin. Okay, Paddy, wenn du mal... Wow. Er wird sich auf einmal grantig und hat keinen Bock. Okay.
Okay. Den haben wir. Zack, sein Schwert. Den haben wir erledigt. Was hier? Noch was zum Looten? Nee. Aber diese Kiste hier in der Mitte, da, den Sarkophag, da werde ich mich gleich drum kümmern, nachdem ich dieses seltsame Achterruine. Zieh dein Schwert. Geht's doch, du dreckiges. Haben wir's. Leichte Anlaufschwierigkeiten. Ist gut, ist tot. Loot noch ein bisschen Gold. Jede Münze einzeln. Okay. Die Spinne hier kann nicht gelootet werden. Dafür aber dieser schöne Krug. Und wer weiß, wann wir das nächste Mal einen Krug brauchen. Oder einen Pokal. Oder eine Goldpfanne. Naja, das werden wir alles verkaufen können. Davon gehe ich aus. Wobei, wir werden ja so zugeschissen mit Items, das ist schon fast verdächtig. Es gibt ja häufig Spiele, die dann am Anfang euch quasi komplett ausstatten und sagen, hey, so sieht das Spiel später aus, aber nach einer Stunde resetten wir dich. Wir nehmen dich gefangen, nehmen alle deine Sachen weg, schlagen dir vielleicht sogar noch auf den Kopf, sodass du Amnesie hast und gar kein Skill mehr und komplett bei Null anfangen musst. Sieht für mich momentan ein bisschen danach aus, bleibt aber abzuwarten. Öffnen wir diesen Sarkophag. Trank des Rituals und wieder 745 Gold. Ey, was ist das hier? Der Typ, warum ist er überhaupt noch unterwegs? So viel Gold, wie man hier findet in dieser Welt. Verstärkt die Wirkung von anderen Tränken. Okay. Kombo-Trank, alles klar. Haben wir den Sarkophag gelootet, klettern jetzt mal hier hoch. Das geht nicht. Also wieder zurück. Dieser Raum war wirklich nur dazu da, den Sarkophag... Wow, da kann man reingucken, eklig. Den Sarkophag zu looten, also wieder raus. Wieso ist sie jetzt nicht mitgekommen? Hier noch was? Ich hab gedrückt! Vielleicht esse ich jetzt mal was. Wir looten erstmal das Gold und die Wurfseuche weg. So viel Gold und alles muss ich einzeln looten. Okay. Macht nichts. Wir gucken hier den Baumwürger. Er guckt immer so hoch. Seht ihr das? Wenn ich hier so stehe, schaut er immer so. Hä, was ist denn los? Kann ich da irgendwie. Kann ich sie rufen oder so? Nee. Muss wahrscheinlich mal hier lang. Okay, kurzes Vergnügen. Pfeile. Okay, liebe Leute. Jetzt sind wir hier unten. Nichts mehr zum Looten. Hier ist ein Hebel. Oh, da ging die gerade zu. Jetzt sind wir ja ein Stockwerk tief. Das auch gerade gesehen? Ich dachte, da wäre was. Hier geht es nicht lang. Es geht nur da lang. Aber ich probiere jetzt mal was. Ach, der ist nur ein Einweghebel. Den darf man nur einmal benutzen. Schade. Ich wollte jetzt probieren, hier schnell durchzuhuschen, weil ich das Gefühl hatte, der Hebel, der gleichzeitig auch mit dieser Tür hier verlinkt ist. Aber gut. Ich schau mal kurz in den Chat. Nicht, dass ich irgendwelche gravierenden Fehler mache. Tolle Fallgrube, wenn man sie von innen aufmachen kann, sagt Real Geist. Ja, absolut, eigentlich. Naja, vielleicht war es keine Fallgrube. Vielleicht war es einfach nur ein... Ach, was weiß ich. Einweghebel, ja. Jetzt sind wir hier. Ah, okay. Da hinten ist... Wir sind noch nicht fertig gelootet. Da hinten ist die Tante. Bin wieder da. Ja, ach was.
Du bist da, wo du vorher auch warst. Faules Stück. So, jetzt gehen wir hier raus. Hübsche blaue Kristalle. Vorbeigehen. Nee, Quatsch. Das ist doch jetzt wieder der Eingang gewesen. Alles klar, ich gehe in die Richtung. So ist doch richtig, oder? Wieder draußen. Autosave. Oh, Scheiße. Ist das der Eingang zu LeChucks Grotte, oder was? Oh, super, Ausweich. Super, Schlag. Doppelschlag. Ausweich. Schlag. So, die haben wir niedergeknüppelt. Was sind das für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat. Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Schwert ist weggesteckt. Man kann diese seltsamen dunklen Höllenhunde anscheinend nicht looten. Vielleicht ist es wie beim Terminator. Vielleicht kann man, wenn man von der Hölle in unsere Welt reist, nichts mitnehmen. So. Geht's auch nicht lang. Gehen wir mal rein hier. Schick, weiter geht's. Boah, was ist denn da hinten los? Boah, das sieht gut aus. Lava. Warte ich übrigens auch noch, dass man, also ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt selten Lava oder so. Kann man das nicht mal irgendwie im Supermarkt verkaufen oder so? Ein bisschen Lava im Glas. Hätte ich viele Verwendungsmöglichkeiten zu Hause für. Ist ein wunderbares Deko-Objekt. Wird zwar natürlich kalt, aber ganz ehrlich, könnt ihr mir nicht sagen, dass wir 2015 nicht einen Weg haben, um Lava heiß zu halten. Aber hier geht's weiter. Actionreich. Krasser Move von ihr. Oh. Ich hol dich hier raus. Es ist zu spät. Nein. Nein. Leb wohl. Bambuka.
der Toga Recho Nai. Was um alles in der Welt? Langsam, Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Was hast du, Schwein, mir angetan? Reg dich besser nicht so auf. Das ist nicht gut für dich. Eins nach dem anderen. Es dauert eine Weile, bis du nach deinem Tod wieder einigermaßen zu Verstand kommst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Mein Geist war auch schon einmal im Reich der Schatten gefangen. Mit meinem Geist ist alles in Ordnung. Na schön, dann erzähl mir doch mal, was du in deiner Grube da gemacht hast. Ein kleines Nickerchen gehalten, was? Ich? Und wo sind deine Gefährten? Du bist doch nicht allein hierher gekommen, oder? Patty. Ja, genau. Sie haben dich hier begraben und sind schon längst nicht mehr hier. Ab jetzt pass ich auf dich auf, bevor du noch den Rest von dir verlierst. Was haben die Schatten mit mir gemacht? Sie haben dich getötet und deinen Geist in die Tiefen des Schattenreichs mitgenommen. Der schäbige Rest, der hier vor mir steht, ist fast nur noch eine leere Hülle. Nur eine Frage der Zeit, bis du nur noch ein seelenloser Scherge der Unterwelt bist. Warum gerade ich? Keine Ahnung, aber irgendjemand im Schattenreich hat es auf dich abgesehen. Ich schätze, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich werde zu einem Schergen der Unterwelt? Ja, mein Freund, du wirst zu einem Dämon. Zu einem Lakaien des Schattenreichs. Es ist ein lang anhaltender und qualvoller Zustand, der mit deiner Verdammnis endet. Du Spinner willst mich wohl verarschen. Du kannst mich anblöken, wie du willst. Dadurch wirst du nur noch schneller zum Dämon. Wenn du nicht völlig dem Wahnsinn verfallen willst, musst du schleunigst deinen Geist wiederbekommen. Du bist sehr geschwächt und hast vieles vergessen. Du brauchst einen mächtigen Zauberer. Am besten gleich zwei. Ist keine leichte Sache, ohne Geist zu leben. Glaub mir. Wie kommen wir von hier wieder weg? Ich habe eine kleine Schaluppe dort in der Bucht vor Anker liegen. Es ist kein Schlachtschiff, aber zumindest ist es einigermaßen hochseetauglich. Lass uns hier schnell verschwinden. Dann nehmen wir am besten das Boot, das dort im Sand liegt. Es wird uns sicher zu meiner Schaluppe bringen. Du kannst auch hinüberschwimmen, wenn dir das lieber ist. Wenn du noch Fragen hast, ich bin an deiner Seite. Bones schließt sich mir an. Neue Quest, nur weg von hier. Charakterwerte steigern, machen wir. Ich drücke hier diese wunderbare Taste in der Mitte. Du hast genug Ruhm, um ein Attribut zu steigern. Und seht ihr, wir haben diese ganzen großen Werte tatsächlich verloren, wie wir es geahnt haben. Wir können hier, wir haben den Ruhm ja mitgenommen, sind nicht aufgestiegen. Jetzt ein bisschen unsere Attribute stärken. Was man immer brauchen kann, ist natürlich Nahkampf. Fernkampf ist eigentlich, mal ganz ehrlich, wenn ihr es anders seht, sagt gerne ein Beispiel, aber es gibt meines Wissens kein Spiel, in dem der Fernkampf klüger bzw. wichtiger bzw. effektiver ist als der Nahkampf, wenn es beide Möglichkeiten gibt. Dann haben wir List, Einfluss. List ist Pistole, Armbrüste, Dolche. Ah, okay, diese sekundäre Waffe anscheinend. Dann haben wir... Nee, aber ist die sekundäre nicht Fernkampf? Ach, schaut an, es gibt jetzt... Fernkampf ist auch Schrotflinten und List ist dann eher Pistolen. Machen wir hier weiter. Härte ist klingensicher, kugelsicher, magiesicher, also ein Defensivwert. Fingerfertigkeit, Taschendiebstahl, Schlösser knacken. Das ist wichtig. Schlösser knacken. Mache ich persönlich bei Videospielen am Anfang immer mit Priorität die Steigerung von Fingerfertigkeit oder Werten, die Schlösser knacken, begünstigen. Komm, lass mich das mal...
Wie viele Punkte haben wir? Wo steht das? Ich sehe es nicht. Also, okay, alles klar. Schlosser knacken auf 25. Und gut, das reicht erstmal. Ja, natürlich. Ich kann jetzt die Schattenwelt sehen. Holy shit. Genau, das ist doch das, was ich gerade vermisst habe. Das ist doch jetzt auch tatsächlich ähnlich wie beim Witcher, dass man so eine Sicht hat, wo man eventuell Gegenstände besser erkennen kann, oder? Ist hier was zum Looten? Ne, hier ist die Blattwurzel. Aber es hilft mir nicht beim Looten. Okay, schade. Ne, halt's Maul. Ich bin am Looten. Lass mich in Ruhe looten. Hier den Pilz noch mitnehmen. Wir sollen dieses Boot nehmen hier, um da hinten zur Schabragge zu kommen. Schnappen wir uns nochmal den rohen Fisch. Liebe Kinder, macht das zu Hause nicht nach. Wenn ihr am Strand toten Fisch irgendwie direkt am Strand liegen seht, den müsst ihr nicht mitnehmen und essen. Also, ich glaube nicht, dass der auf natürliche Weise eventuell gestorben ist. Ja. Es tat weh. Echt? Ich wurde doch gar nicht getroffen. Gehen wir mal hier, diesen Seestern looten. Das geht nicht, schade. Da ist noch so ein Vieh. Ah! Oh, ah! Geht's noch? Was hält der aus? Viel mehr als der Kollege eben, ne? So, stecken wir weg. Looten ist nicht bei denen. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ich schau mal auf die Karte. Sind wir eigentlich immer noch da, wo wir vorher waren? Oder ist jetzt irgendwie, hat sich da was verändert? Ja, tatsächlich. Wir sind ein bisschen weiter nördlich, an einem anderen Strandabschnitt. Und in the interest of time. Also, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen. Normalerweise würde ich jetzt hier noch alles looten, aber nee, wir gehen mal direkt an Bord. Bones Schaluppe. Und dann gehen wir mal hinten ans Ruder. Das ist doch bestimmt die richtige Position für sowas. Vielleicht sollte ich erst Bones fragen. Nee. Leider. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Oh. Oh geil. Jetzt hab ich Bock auf Urlaub. So, dann fragen wir mal Bones. Bones, lässt du uns mit deinem Schiff fahren? Wo finde ich mächtige Zauberer? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee. Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen. Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wiederzuerlangen, nach deinem tödlichen Winterschlaf. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Okay, also anscheinend ist unsere Aufgabe jetzt erstmal unsere Seele so ein bisschen wieder zu erlangen, weil durch diese Reinkarnation... Nee, ist das richtige... Doch, ne? Ja, durch diese Wiederbelebung haben wir so ein bisschen von uns selbst was verloren. Und das kriegen wir wieder, indem wir hier mit diesen Magiern sprechen. Oder einen Druiden? Ich könnte jetzt einen Druiden gebrauchen. Ich hörte von einem Druiden in Kalador. Ich glaube, sein Name war Eldrick. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. Schwarze Magie. Verbrannte Magier. Wo sind die verbannten Magier? Ach, verbannt, okay. Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. Was ist mit der Inquisition? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren.
Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blauröcke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Alles klar, das sind offensichtlich so verschiedene Fraktionen. Das hat auch so ein bisschen Tradition bei Piranha Bytes, dass man sich dafür so eine Seite entscheiden muss, so ein bisschen Partei ergreifen muss und dementsprechend das Spiel auch einen anderen Verlauf nimmt, als hätte man sich anders entschieden. Das ist cool. Vor allem, da einem die Wahl so schwer gemacht wird, soll ich zu den geilen dunklen Schwarzmagiern gehen, das hört sich schon mal sehr, sehr, sehr sexy an. Aber dann gibt es da noch diese Gnome, was er da eben auch genannt hatte. Und die kenne ich auch. Und die sind so lustig. Ah, und dann diese Blauröcke, man weiß nicht. Die muss ich erstmal alle kennenlernen. Ich würde sagen, Ende. Ich habe keine Lust, weiter mit dir zu quatschen. Ich gehe jetzt ans Steuer. In See stechen. Wow! Und wir können jetzt verschiedene Inseln bereisen. Wie geil ist das? Jetzt geht's ab hier. Guck mal, wir sind schon richtig weit. Kalador, auch Eisenbucht genannt. Die Ruinen der dunklen Krieger sind hier auch heute noch zu bewundern. Kila, kleine Südseeinsel. Was willst du, Regie? Wie jetzt in die Werbung? Ist doch gerade schon wieder so spannend. Ihr macht das mit Absicht, glaube ich. Nee, aber ich lese mir das mal in Ruhe durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr und ich, zusammen mit Risen, auf einer neuen Insel und schauen, was das Leben so bringt. In der Südsee mit Risen 3. Bis gleich.